Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Real Madrid Karrieremodus. Wir sind am Start mit der nächsten Folge und heute geht es weiter mit unserem neuen Superteam, das wir aus allen möglichen hohen Ratings zusammengewürfelt haben und das mittlerweile tatsächlich wieder komplett ist, weil die Spieler wieder fit sind. Achtelfinale der Copa España steht an, es stehen noch einige Spiele in der Liga an. Wir wollen vorankommen, wir sind im Dezember 2016 und wir gehen rein in Januar und in den Februar 2016. Habt ihr Bock drauf? Lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Abonniert diesen Kanal kostenlos, wenn ihr noch nicht getan habt. Das Ganze habt ihr auch noch mal am Ende in der Endcard, aber ansonsten einfach hier unten unter dem Video könnt ihr es sehen, da ist der Abo-Button. Einfach mal draufklicken, dazu Merchandise auschecken, auch in der Videobeschreibung. IG Vault 6% Rabatt auf FIFA Coins, FIFA Points. Ja, dazu Microsoft-Guthaben und PSN-Guthaben. Jedes Mal wieder kompliziert, das zu sagen. Und meine Social Medias, Instagram und Twitter auf jeden Fall vorbeischauen. Ich bin gespannt, was diese Episode für uns bereithält. Gucken wir mal rein. Wir spielen gegen Real Sociedad San Sebastian, nochmal gegen Real Sociedad San Sebastian, nochmal gegen Real Sociedad San Sebastian, gegen Granada, gegen Malaga, gegen Sevilla. Und im nächsten Monat gegen Celta Vigo, gegen Osasuna, gegen Espanyol und gegen Villarreal. Welche Spiele werden wir spielen? Ganz einfach, einmal Sevilla, dann das Spiel, das Rückspiel gegen Real Sociedad und eventuell das gegen Villarreal, je nachdem wie die ersten beiden Spiele so gelaufen sind und was wir hier im Pokal noch anstehen haben. Erstes Spiel der Episode gegen Real Sociedad San Sebastian. Wir spielen zu Hause im Santiago Bernabeu. Im Copa oder in der Copa de España und wir haben direkt mal einen Elfmeter gehalten durch Keylor Navas. Hazard hat 1-0 gemacht. Canales hat sich verletzt und wir gewinnen mit 1-0. Das ist knapp, aber das ist in Ordnung. Rückspiel der Copa de España. Man kennt das. In Spanien gibt es ja immer das Rückspiel und Concha macht ganz für das Führungstor für Real Sociedad. Jetzt kommt es drauf an. 2-1. Damit sind wir dank dem Auswärtstor von Morata erzielt. Gleiche Elf übrigens. Eine Runde weiter. Normalerweise sollte man das souveräner machen, aber okay. Die Frage ist jetzt, sind wir wirklich eine Runde weiter? Aber normalerweise sollten wir, weil halt eben Auswärtstorregel existiert. Schauen wir mal nach, was der Kalender sagt. Der Kalender sagt noch nichts. Warum sagt der Kalender noch nichts? Wir sind eine Runde weiter, oder? Paulo Dybala wird wohl zu Chelsea gehen. 119,173888 Millionen Euro haben wir verlangt und sie haben es angenommen. Das ist natürlich eine richtig heftige Hausnummer jetzt. Dazu haben wir ein Angebot für Achraf Hakimi, aber das werden wir ablehnen, denn wir haben mittlerweile eigentlich gar keine Spieler mehr. Wir müssen jetzt dringend mal einkaufen und ich habe ein paar ins Auge gefasst und die hole ich jetzt. Erster Spieler Donnarumma als Ersatztorwart. Unser Kader ist absolut leer. Wir haben nur noch 4 Reservespieler, also da muss langsam mal was kommen, zumal wir so viele Spieler verliehen haben, sonst holen wir halt welche zurück. Wir spielen gegen Bilbao im Pokal. Diesmal mit Top 11, weil ich nichts riskieren möchte. Wir haben ja leider Gottes 2 verletzte Innenverteidiger mit Ramos und Pepe. Dementsprechend haben wir Tah und Varane da aufgeboten. Bellerin macht das 1-0. Unser spanischer Rechtsverteidiger 2-0. Gewinnen wir Hazard, macht auch eine Bude. Das ist schon mal eine gute Ausgangslage. Zweiter Transfer, Gabriel Barbosa. Holen wir von Inter Mailand für 25 Millionen. Ist, denke ich mal, ganz gut. Offensiver Allrounder, das brauchen wir noch. 4-1 hat Malaga gegen Real Sociedad gewonnen, warum auch immer. Ich kann es mir nicht erklären. Haben eigentlich keinen Kader, der das irgendwie hergibt. Hazard ist auch momentan on fire, trifft hier schon wieder. Wir sind also in Führung, wir gewinnen 3-0. Johnny verschießt einen Elfmeter gegen De Gea. Ronaldo trifft momentan nicht, aber ansonsten sieht das sehr gut aus. Gleiche Stelle, andere Welle, wir spielen mit der gleichen Elf gegen Bilbao. Das Rückspiel im Pokal, 2-1 Niederlage, Ronaldo trifft und wir sind weiter. Griezmann kommt, Malang Sarr kommt. Gegen Real Sociedad San Sebastian spielen wir noch ohne Griezmann, der in der Reserve sitzt, weil er nicht fit ist. Nebenbei merkt, haben wir Keylor Navas und 80 Millionen für Griezmann bezahlt, also eine ganze Stange Geld. Und jetzt gewinnen wir 3-1, Ronaldo, Bale und Modric treffen. Momentan läuft's. Was ist das für eine Episode? Wir haben Spieler am Fließband. Jetzt geht's gegen Espanyol Barcelona, die anscheinend richtig gut drauf sind. Momentan im Pokal-Halbfinale auch gegen uns spielen. Das heißt, sie sind auf jeden Fall gut drauf. Aber Morata macht das 1-0. Wir spielen so ein bisschen mit BF, Casemiro und Vasquez in der Startelf vorne. Aber Griezmann das erste Mal und Ronaldo zusammen mit Morata. Das heißt, kein Aubameyang, kein beispielsweise Hazard. Aber dafür bald nach James Rodriguez auf der 10. Und wir gewinnen 1-0 auswärts. Das ist ein sehr, sehr guter Auftakt. Das heißt, wir müssen das Rückspiel des Halbfinals auch nicht spielen. Das heißt, wir bleiben bei einer Partie diese Episode, die wir wirklich ja richtig physisch spielen. Und das wird halt eben das Spiel sein, gleich gegen Sevilla. Jetzt erstmal Transfer Deadline Day, es wird kaum was passieren, deswegen gehen wir direkt weiter. Ihr seht schon, heute ist richtig speedy und warum? Das habe ich bereits angekündigt, es wird neue Karrieren geben und dementsprechend machen wir die jetzt ein bisschen más rápido. Ah, das gibt's nicht, Alter. Die Transferphase ist vorbei und es verletzt sich sofort Jonathan Tah für 4 Wochen. Das können wir momentan halt einfach absolut gar nicht gebrauchen, weil wir keine Spieler haben, die momentan so richtig fit sind in der Defensive. Aguilar ist eine absolute Flachzange, deswegen werfen wir den aus der Jugendmannschaft raus. Wir hätten hier beispielsweise einen Santiago Aguirre, aber der hat halt eine 58, auch wenn er Potenzial hat. Das reicht nicht und das ist jetzt richtig kacke. Und Varane angeblich weg, aber das wird sich sowieso noch ändern. Jetzt müssen wir tatsächlich mit Malang Sarr spielen, den wir neu gekauft haben. Das ist heftig. Celta Vigo ist der nächste Gegner und zwar, ja, auswärts in der La Liga Santander. Ich bin gespannt, die haben Rossi, Naranjo und Orellana vorne, aber Aubameyang ist das egal. Okay, Rossi, aber
auch. Deswegen macht er den Ausgleich. Und wir gewinnen auch trotzdem 2-1, weil Marcelo sich ja nochmal eine Bude rauslässt. Sehr, sehr gut. Wir sind momentan sowas von vorne weg. Das ist unglaublich. Wir stehen sowas von vorne in der Tabelle. Ich glaube, wir haben... Wie viele Punkte haben wir Vorsprung? Ich weiß gar nicht. Gucken wir mal ganz kurz nach. Einmal die Tabellen. Nicht Copa de España, aber dafür in der Liga Santander. Wir haben momentan ein Spiel weniger und wir haben 9 Punkte Vorsprung. Das ist einfach nur heftig. Rückspiel in der Copa gegen Espanyol Barcelona, daheim im Santiago Bernabeu. Die haben 1-0 verloren. Wir spielen jetzt mit Hakimi unter anderem, Casemiro und Sa in der Verteidigung. Also nominell nicht die Beste, aber vorne Griezmann, Morata, Ronaldo. Das sollte im Normalfall reichen. 2-1-Sieg, das reicht. Und Morata und Ronaldo treffen wieder. Das heißt, gerade Ronaldo kommt langsam in Form. Und jetzt gleich das Spiel gegen Sevilla. Und das werden wir ja spielen. Da bin ich sehr gespannt, wie das werden wird. Wir springen einfach direkt mal rein. Vamonos. Okay, erst gegen Osasuna. Tut mir leid, hatte ich irgendwie durcheinander gebracht. Ich spiele mit Fünferkette. Mal sehen, wie das laufen wird auswärts. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl bei dieser Partie. Normalerweise sollte das kein Problem sein. Aber Osasuna sollte man auch nicht unterschätzen auf der anderen Seite. Und wir spielen zwar mit... also mit Gelb-Rot. Aber wir gewinnen 2-1, weil Bale einen Doppelpack macht. Und Varane... Nein, 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 nein. Halleluja, er fällt nur 2 Tage aus. Das wäre auch eine absolute Katastrophe gewesen, wenn jetzt noch Gareth Bale weggefallen wäre. Übrigens, das sind unsere Spieler, die wir momentan im Training haben. Seht ihr gleich. Unter anderem Malang Sarr, Gabriel Barbosa, James Rodriguez, dazu noch Hakimi und Donnarumma. Und die Ergebnisse waren aber mal schön. Ich sollte öfter das kommentieren. Passend zum Spiel gegen Granada ist Ramos zumindest wieder angeschlagen mit von der Partie. Vorne Bale, Griezmann und Ronaldo und Bale verschießt einen Elfmeter. Warum schießt auch Bale einen Elfmeter? Das ist kein gutes Omen. Er macht aber seinen Fehler wieder gut und wir gewinnen 3-0. Ronaldo und Hazard treffen noch. Wir sind momentan so heftig souverän, das ist einfach nur genial. Real Madrid gegen Espanyol, das Spiel hatten wir gerade bereits zweimal, jetzt spielen wir zu Hause in der Liga gegen Barcelona Nummer 2 und mal sehen, wie das laufen wird. Ich bin gespannt. Wir haben vorne mal wieder unsere Superoffensive, allerdings diesmal ohne Griezmann, dafür mit Aubameyang. Und bisher ist noch nichts passiert. Varane und Casemiro bilden die Innenverteidigung und Danilo spielt ausnahmsweise mal rechts. Und wir geraten sogar in Rückstand. Wir spielen nur 1-1. Oh, jetzt lassen wir mal federn. Da wird es Zeit, dass ich selber spiele. Und das Ganze, um wahrscheinlich zu verlieren, El Libertador, die Heimstätte des FC Sevilla. Ich weiß gerade gar nicht, wie es in Realität ist. Gucken wir aber gleich mal nach. Und danach gucken wir uns die Startelfen unserer beiden Teams hier an. Erster mit momentan einem Spiel weniger und 7 Punkten Vorsprung gegen den 6. mit momentan, ich glaube, es waren 18 Punkte Rückstand. Kann das sein? Ich glaube ja. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. So heißt es also. Das war deutlich komplizierter, als ich es mir dachte. Wir spielen unter anderem mit Varane und Ramos in der Innenverteidigung. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr interessante Aufstellung, weil das unsere beiden besten Innenverteidiger sind mit einem 89 und einem 87er Rating. Dazu haben wir unter anderem Hakimi drin. Sirigu Mariano, Kolo Dziedzak, Inigo Martin, das haben sie geholt von Real Sociedad San Sebastian, weil er wechseln wollte. Tremolinas und Zonzi, Kranevitter, Ganso, Vito, Lobeniera und Nasri. Starke Elf auf jeden Fall, aber mit unserer kann sie nicht mithalten. Wir haben nämlich auf jeden Fall Hakimi drin. Auf der linken Seite standardmäßig Marcelo, im Mittelfeld, glaube ich, Kroos, Modric und Hazard auf der 10. Ja, sehen wir hier auch. Und vorne drin Aubameyang, Griezmann und Ronaldo. Das heißt, Zerstörungsmodus an. Vamonos. Rückennummern bearbeite ich übrigens, sobald ich die Gelegenheit dazu habe. Da bin ich jetzt gerade noch nicht zugekommen. Meine Lieblingsnummer ist momentan auf dem Rücken von Antoine Griezmann, der sich hier auch direkt mal schön durchsetzt. Jetzt muss nur noch die Flanke kommen. Die kommt auch. Dahin steht Modric. Ah, oh, das wäre natürlich ein idealer Auftakt hier gewesen. 1-0, Pierre-Emerick Aubameyang, die kommen überhaupt nicht klar mit dem Druck, den wir ausüben. Und unser Gabuna macht seine nächste Bude. Sehr, sehr schön, die Ecke kam reingetreten von Hazard, indirekt ausgeführt. Und dann stehen da Kroos und Ober zusammen, behindern sich gegenseitig, aber das Ding ist trotzdem drin. Vamonos, weiter so. Vamonos heißt übrigens, gehen wir. Erste offensive Bemühung hier mal von Sevilla. Ich glaube, es war in Persona von Wissam Ben Yedder, Neuzugang ja bekanntlich von Toulouse in seiner ersten Saison noch. Ich weiß nicht, wie der von den Toren her aussieht. Ich mag den ja aber auch sehr gerne, wie die ein oder anderen von euch wahrscheinlich wissen werden aufgrund der Newcastle United Karrieremodi. Hier sieht das gerade nicht so gut aus. Wir sind mittlerweile ein bisschen aus dem Takt gekommen und Sevilla ist besser reingekommen, aber wir müssen jetzt wieder reinkommen. Nicht, dass es hier läuft wie in Realität, wo Real ja verloren hat. Die erste Pflichtspielniederlage nach 40 Spielen, ich glaube, es waren 40. Cristiano Ronaldo versucht es mal abgefälscht, aber trotzdem hat Sirigu da Probleme und das Ding wird nicht sonderlich souverän geklärt. Modric im Kopfballduell mit dem Zonzi, das ist aber relativ aussichtslos, einfach weil ein Zonzi deutlich größer ist als unser Kroate. Ja, schönes Zusammenspiel hier, muss man ja mal ehrlich zugestehen. Nasri mit dem Ball, aber Varane ist ein Monster und dementsprechend hat er da keine Probleme. Vielleicht können wir direkt wunderschön kontern hier mit schönem Direktfußball. Nein, weil der Pass von Ronaldo scheiße war. Griezmann, Aubameyang, das muss das 2-0 normalerweise sein, ist es nicht. Ich wollte gerade einen Freistoß haben, aber dummerweise, es gibt die gelbe Karte dafür. Hab angehalten und Schiri pfeift wieder nicht. Das ist dieses Jahr teilweise ein bisschen blöd.
Griezmann und Aubameyang. Meine Güte nochmal, wir machen den Ball halt einfach nicht rein. Das ist ein bisschen dramatisch gerade hier in der Situation, beziehungsweise in dieser Phase der Partie. Ronaldos Ecke. Warum schießt der eigentlich Ronaldo? Aber momentan sieht es wirklich wieder sehr, sehr gut aus, weil Sevilla nicht wirklich viel nach vorne macht. Wir halt aber gerade auch nicht. Jetzt vielleicht mal wieder Ball auf Modric, aber das war allgemein eine komische Situation. Kriegen wir den nochmal wieder? Ja, kriegen wir den noch ein zweites Mal wieder? Jetzt gegen, ich weiß gar nicht, Kroondeli. Ach du meine Güte. Ja, nee, oh, der damals, wenn ich mich recht erinnere, bei der WM 2010, war das die WM, war das die EM, ich glaube es war die EM 2012, hat er das erste Tor geschossen für Dänemark gegen Spanien, wenn ich mich recht erinnere. Mag da auch total falsch liegen, aber das habe ich zumindest gerade bei dem Namen Kroondeli im Kopf. Hashtag Nostalgie. Ben Yedder wollte es fancy machen, aber De Gea hat aufgepasst. Jetzt werfen wir aber hier gerade ein richtiges Ei. Und das kommt im suboptimalen Fall zurück als Interception. Kleiner Football-Slang hier. Kroondeli und De Gea ist da. So, jetzt haben wir eventuell wieder die Chance zu kontern. Aber Aubameyang mit einer ganz beschissenen Annahme. Ich habe eigentlich auf Pass gedrückt. Ronaldo, Kroos. Wir müssen mal ein bisschen nach vorne kommen. Also bitte. Wir sind Real Madrid, eines der konterstärksten Teams der Welt. Jetzt Griezmann hier gegen Tremolinas, gegen seinen Landsmann. Macht da super. Richtig gut. Und Sirigu. Wie war das denn kein Rückpass? Also FIFA, ich bitte dich, das war ja relativ offensichtlich. So, Barbosa, Captain Barbosa ist jetzt auch am Start hier, ist eingewechselt worden gerade in die Partie. Schöner Doppelpass mit Griezmann, der ist mit einem Fake-Shot. Nö, hat er keinen Bock drauf, okay, dankeschön. Barbosa auf Ronaldo, Ronaldo gegen Tremolinas, verdammt, wieso? Nicht Ronaldos Fehler, mein Fehler, definitiv viel zu überhastet abgeschlossen. Ganz, ganz blöd in der Situation. Jetzt hier Hakimi gegen Ben Yedder. Macht das gut und wieder die Kontergelegenheit. Wieder über Griezmann außen. Wieder in die Mitte. Morata auch eingewechselt auf Barbosa. Und Barbosa ist schnell genug. Schneller als Kolodziejczak. Barbosa 2:0. Erstes Spiel für Real Madrid unter meiner Regie. Und unser neuer Brasilianer trifft direkt. Man macht die Entscheidung. 90. Minute. Schönes Zusammenspiel mit Morata. Und dann ist er eiskalt im 16er. Da kommt keiner hinterher. Mariano ist auch nicht mehr rechtzeitig da. Und wir entscheiden das Ganze hier. Sehr gut. Und dann ist Schluss im Estadio, Und dann ist Schluss im Estadio, ich habe den Namen schon wieder vergessen, auf jeden Fall in Sevilla, in Andalusien. Wir gewinnen mit 2:0, souveräne Vorstellung, Tore durch Barbosa und in der ersten Halbzeit durch Aubameyang. Ganz, ganz stark, damit bauen wir die Tabellenführung natürlich wieder aus. Ich glaube auf 10 Punkte jetzt, richtig, richtig gut, gefällt mir extrem und ich denke, damit kann es auf jeden Fall weitergehen. Und damit das letzte Spiel dieser Episode gegen Villarreal und zwar auswärts mal wieder und zwar im gelben U-Boot gegen das gelbe U-Boot mit Bakambu, Pato, Sansone in der sehr starken Offensive. Ramos holt sich gleich mal die gelbe Karte ab, aber wir gewinnen 2:1, Morata und Ronaldo treffen und das ist doch ein sehr schöner Abschluss für diese Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mir auf jeden Fall, wer momentan mit einem Spiel mehr 13 Punkte Vorsprung vor Atletico Madrid und das sollte auf jeden Fall reichen bis zum Ende der Saison. Das wird es in den nächsten beiden Episoden geben. Für diese war es das erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, auch für die Transfers von unter anderem ja unserem Neuzugang Malang Sarr oder beispielsweise unserem neuen Stürmer Antoine Griezmann oder Gabriel Barbosa oder Gianluigi Donnarumma. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Macht's gut, haut rein und ciao.